Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Irgendwer muss die Wir Arme werden jetzt mit Laris gehen. Er redet einfach zu viel. Okay, lass uns gehen. Wohin? Das darfst du keinem erzählen. Zu Onas Hof. Zu Onas Hof. Du warst doch inzwischen hier. Dann wollen wir mal. Folge mir. Ich glaube da nicht dran. Das ist mal wieder typisch. Wartet mal, habe ich jetzt eigentlich die Verwertung? Ich könnte hier das Ver... Ja, super. Er erzählt alles weiter. Ich habe damit jetzt extra gewartet, weil wir unterwegs Wölfe treffen werden. Die wird Laris für uns töten, weil er ja unsterblich ist. Wir bekommen die EP und können ihm das Fell wegnehmen. Ha! Aber Inos sah, was geschehen war. Ja, ja, predige du mal weiter. Und auch er betrat das Land. Und er erwähnte den Lynch. Das darfst du keinem erzählen. Immer dieses Gerede mit der Herrenrasse. Mein Mann sieht das anders. Er erwählt den Menschen. Er erzählt alles weiter. Na super. Das habe ich schon immer gesagt. Das darfst du keinem erzählen. Worum soll ich mich denn kümmern? Da seht ihr, ist schon der Wolf. Zweigleich. Bitte. Haben wir schon 2 von 6. 2 von 6. Viel weniger. Habe ich dem jetzt echt gerade so wenig Schaden gemacht? Oder war es Laris? Wir werden sehen. Feuerwurzel? Komm her, Mistvieh! Da ist noch eine Heilwurzel. Und stöhnt noch. Nichts mehr. Oh, okay, der hat eine Ratte getötet. 2. Gute Arbeit, Laris. Fleisch. Fleisch. Ich meine, das kennen wir schon aus dem ersten Teil, dass wir uns wohin führen lassen. Die töten alle Monster, bekommen die EP und können auch nur die Gegner ausnehmen. Risk and no fun. No risk but fun, wollte ich sagen. No risk but fun. Ich dachte, wir wären Grundstücke gewesen. Egal. Krabbeln. Nichts zu holen. Schwerer Ast. Weiter. Voll wenig Schaden. Nichts zu holen. Vielleicht sollte ich demnächst mal ein bisschen einhandskillen. Das war's mit dir, Mistvieh. Wieso bin ich so schwach? Geschick. 15 Stärke. Bin ich so schwach? Verdammt nochmal. Da ist nichts zu holen. Hier liegt jetzt aber viel Zeug rum. Irgendwie beruhigt mich das gar nicht, dass hier so ein Gequacke ist. Wolfzahn. Gold. Der Wolfzahn, dafür brauchen wir. Haben wir zu wenig Stärke. Also bringt's voll. Der ist viel stärker wie der Ding. Das heißt, wir lernen nur noch 7 Stärkepunkte. Arrow. Super. Der kommt ja jetzt gerade richtig. Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an!
Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Was waren das für Kerle? Die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Au. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich hab da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Okay. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Ich konnte schon eine Menge davon an den Wassermagier in der Stadt verkaufen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Wegen den Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Eine fehlt mir jetzt noch. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Du hast die Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Na, sicher kann ich das. Zeig mir, wie ich härter zuschlage. Aber dafür bekomme ich auch was von dir. Hilf mir, meinen guten Ruf zu retten und bring mir meine Steintafeln zurück. Gerne. Dann kann ich dir zeigen, wie du deine Stärke im Kampf besser einsetzt. Na super. Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung an die Banditen. Waffenlieferung? Ja, die gab es. Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so viele Waffen verkauft, dass sie sie kaum schleppen konnten. Einige davon haben die Kerle auf der Brücke, bei der sie mich überfallen haben. Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau bei Bengars Hof weitergezogen sein. Verstehe. Vielleicht wollten sie damit über den Pass. Wo ist das Weidenplateau? Etwa in der Mitte der Insel Korinis liegt die Taverne von Orlan. Sie heißt Zur Toten Harpie. Von dort aus gibt es einen Weg Richtung Süden. Dort ist das Weidenplateau und der Eingang zum Pass ins Minental. Verstehe. Okay. Dann lassen wir den mal in Ruhe und gehen mal mit Laris zur Taverne. Weiter wird er uns auch nicht führen. Was schade ist, wie ich finde. Hey, wer ist das? Greg. Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Mit dem reden wir jetzt noch nicht. Der hat nämlich eine relativ schwere Aufgabe noch für uns.
So, wir sind da. So, den Rest des Weges wirst du alleine zurücklegen. Ich muss zurück in die Stadt, hab noch ein paar Sachen zu erledigen. Folge einfach dem Weg hier und denk daran, setz dich durch und lass dir nichts gefallen. Dann läuft schon alles glatt. Okay. Tja, da sind wir. Karte? Also, da wo wir jetzt drauf gucken, das ist die Taverne. Rechts von uns, wenn es den Weg ganz weiter geht, bis quasi so weit nach Nordosten, wie es noch geht, da ist das sogenannte Pyramidental, das wird später noch wichtig. Ja, und hinter uns führt ein Weg zum Hof des Großbauern und zu Dexters Versteck, aber das werden wir später tun. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt senkrecht.